Du musst aber den niedrigsten Würfel rausnehmen pro Meter Entfernung dazu. Nee, den höchsten, glaube ich. Nein, den niedrigsten ist ja das Tolle beim Equifax, beim Dings. So, dann bekommen Yalan und Isarun 21 ins Gesicht. Also Kiara auch kommen also steht. drei durch. Für Yalan auch? Ja, wenn der Wir direkt in stehen in meinem derselben Gruppe. Garnianum steht. Es wird erst die Zauberwirkung genommen und dann kommt der Rest durch. Also wenn der Garnianum So, er schafft. steht auch noch in meiner Zauberwirkung. Ja, zumindest. Du bist doch mehr als 3 Meter weg. Ach, Kiara ist schon. Der Ja, ich glaube, ich bin zu weit Stein von weg. Da. splittert und viele, viele, ja, Kristalle, die dann euch entgegenfetzen. Ihr könnt sehen, wie irgendetwas ausbricht, noch einmal schreit in euren Köpfen. Die widerliche Stimme von Daimoroch. Dann ist das Schauspiel vorbei. Der Gardianum von Isarun löst sich auf und ebenso die Kristalle, die dann ja, das schimmernde Schild zerstören. Ein Mist wie Geschichte. Und er wird auch nie wieder sich erheben können. Ihr hättet Ingnar gesagt, Angosch wäre stolz auf euch. Gut, ein Drachen weniger. Ob wir uns noch mehr ankümmern müssen? Kann man schon die Festung sehen? Also ist die, kann man sehen, dass sie sich halt näher bewegt hat. Du kannst auf die Karte von Gareth gucken. Der Schatten sagt dir, wo die Festung ist. Okay, also sie hat sich bewegt. Während ihr in den Himmel guckt und nach der Festung sucht, könnt ihr erkennen, wie jemand auf einem fliegenden Teppich euch entgegenfliegt. Hat sich da wohl nicht mehr hingestellt, sondern liegt und ja, rollt sich dann von dem Teppich runter, fällt vor euch in den Staub. Eine Magiekundeprobe bitte plus 7. Ist da Mut drin? Nein. Intuition ist dran. Das hilft, das hilft da nicht. Also Raya wird dir nicht sagen, wer dieser Schwarzmagier ist. Aspekt auf alle Intuitionsproben. 17 Punkte Erreichung. Sagen wir nichts. Ach, Schwarzmagier. Ich dachte, es wäre Yasafa. Es ist nicht Yasafa. Ich habe meine Probe nicht geschafft. Ist das Yasafa? Tomekaterion. Er sieht nicht aus wie Yasafa. Das ist nicht Yasafa. Ja, die Hände des schwarzen Magiers sind komplett verbrannt. Blut rinnt über seine Stirnglatze und aus den Augen. Ihr könnt sehen, dass er vollkommen fertig ist. Und rollt sich dann, wie gesagt, davon ab, irgendwo neben Abelmir in den Staub. Und du kannst ihn dann sehen, wie er mit seinen Augen dich fordert. Guckt er dich an, Abelmir. Nimm du ihn. Nimm du ihn, meine Kräfte sind zu Ende. Ja, ich gehe zu ihm hin und schaue ihm, was er mir gibt, irgendwie, was er in den Händen hat, überhaupt erstmal. Er meint den Teppich. Ach, den Teppich, ach so. Ja. Wie benutze ich ihn? Er Magier verliert gerade das Bewusstsein. Der Teppich vor dir, der immer noch ungefähr 50 cm in der Höhe schwebt, ist Dreck erstarrt und verkrustet und ja, blutig. Du siehst auch, wie wohl einige Fasern weggebrannt sind. Aber mir sei höflich zu dem Teppich. Du weißt, was Chilif uns gesagt hat. Ja, ich Oder der Ärmste. trete mal vorsichtig näher, streiche vorsichtig über die Oberfläche des Teppichs. Macht er auch schon Mucken? Bewegt er sich? Er bewegt sich nicht, nein, er ist still. Ich flüstere alle zu. Verspreche ihm eine Reinigung. Soll ich es wirklich wagen? Und wir müssen irgendwie auf die Festung. Natürlich. Wir sollten vielleicht erstmal den Magier versorgen. Der Äffertempel ist gleich um die Ecke. Wir sollten ihn dorthin bringen. Mit den Verbrennungswunden kann man ihm dort helfen. Genau. Pack ihn mal links unter den Arm. Wir bringen ihn zum Tempel. Der Herren Magier Wir findet können ihn heraus, wo auch dieser Teppich geht. fliegen, oder? Mit dem Teppich, meine ich. Sein Meister wird da mit Sicherheit tragen. Ich weiß nicht, wer sein Meister ist. Wir sollten ihn auf ihn nicht. Helft mir mit dem hier. Ich probiere ihn hochzuheben auf den Teppich hinauf. Helf mir! Wie viele Leute Ja. passen denn auf diesen Teppich? Genau. Achso, okay. Ja. Ja, dann, aber nehmt ihr den Teppich, wir bringen ihn zum Tempel. Ja. Ich setze mich vorsichtig mit meinem Hintern und
probiere mich, wenn ich den Teppich berührt habe mit dem Hintern, mich gleich flach auf den Teppich hinaufzulegen, mit der Brust auf den Teppich hin. Und halt mich an den Rand wahrscheinlich fest. Gucken, was passiert. Ja, der Teppich dreht sich instantan, sodass du in den Staub fällst. Mhm. Bei 50 Zentimetern wirst du da keinen Sturzschaden davon tragen. Kann ich ihn irgendwie einrollen von der Seite, oder? Kannst du es versuchen? Ich probiere es dann mal, ihn einzurollen von der schmalen Seite her. Ja, der Teppich entfernt sich von dir und ja, wenn du auch versuchst, sie zu ziehen oder sowas, dann wird er selbst sehr, sehr unhöflich gegenzucken. Also er möchte offensichtlich nicht eingerollt werden. Braver Teppich. Verdammt, wie steuert man dieses Ding? Versucht nett zu sein. Redet ihn gut an, mit ehrwürdiger Teppich und so. Ich soll mich mit einem Teppich unterhalten? Seid ihr verrückt geworden? Das ist doch kein einfacher Teppich. Das mag da sein, aber... Da ist ein Elementargeist drinne. Hast du doch überhaupt noch nichts verstanden von Teppichen? Jetzt rede ich schon mit Teppichen. Unglaublich. Ja, ich streichel nochmal über die Oberfläche dieses Teppichs. Ehrwürdiger Meister der Lüfte, gestattet mir, Platz zu nehmen auf euch. Reaktion? Keine Reaktion. Nun, nehmt Platz. Mehr als im Staub landen könnt ihr nicht. Ich probiere mich nochmal auf diesen Teppich zu setzen, ganz vorsichtig. Ja, und wenn du drauf sitzt, wird er sich wieder drehen, sodass du wieder in den Staub flopst. Vielleicht mag er euch einfach nicht. Ich fürchte, so wird das nichts. Ja, wir können hier jetzt nicht warten, bis ihr euch mit einem Teppich angefreundet habt. Wir bringen jetzt den Magier erstmal in den Tempel und entweder kommt ihr nach oder eben nicht. Ich Gut. werde zum Pentagon-Tempel gehen. Vielleicht folgt der Teppich ja dem Erzmagier. Wir sollten ihn auf jeden Fall in den Pentagon-Tempel bringen. Ja, dann fasst ihr einen in an und Isoni die andere in wahrscheinlich vom Erzmagier. Ja, der ist doch schon lange aufs Pferd. Ja, ihr könnt auf alle Fälle dann den Schwarzmagier in Richtung des Effa-Tempels bringen. Der Teppich bleibt bei Abelmir. Also wenn Abelmir erstmal mitkommt, dann wird er auch neben ihm her schweben. Okay. Dann sprich ihm eine Reinigung und die besten Weberin. Klopf ihn doch erstmal aus. Wir bringen erstmal den Erzmagier zum Tempel. Ja, wie gesagt, der Tempel ist komplett überfüllt, viele Kinder. Aber ihr werdet da sicherlich auch einen Geweihten finden, der sich dann eurer Sorgen annimmt und dann den Tomek Aterion dann euch abnimmt, sodass ihr da dann weniger Sorgen habt. Wie gesagt, der Teppich bleibt bei Abelmir. Steht jetzt vor dem Effa-Tempel. Dann würde ich einen Sapifakta auf den Teppich wirken, damit er wieder schön und sauber und glatt ist. Sapifakta Zauberschwamm. Also das macht Zeit dafür. Sapifakta Zauberschwamm. Befreie mich von Schmutz und Schlamm. Meiner war besser. Kunde. Minus 4. Oh, ist mir gelungen. wie viele ASP? Musst du da ASP oder sowas einsetzen? Ich glaube ja 4 oder so. Ja, eine komplette Reinigung sind glaube ich 5. Dann gib mir mal die 5 ASP. Und wenn du dich dann, siehst du, dass das verkrustete Blut dann von Tomek Aterion sich ablöst und auch der Dreck runterbröckelt. Ich meinte nicht auf Tomek, von den Teppich. Auf den Teppich, ja genau. Das Blut von Tomek Aterion, was da eingekrustet ist. Alles klar. Das wird da runterbröckeln, ja. Ja. Und dann probiere ich nochmal auf diesen Teppich, Bruin erstmal auf einzusprechen. Braver Teppich. Ganz ruhig. Ja, du spürst auf eine Stimme, ein laues Lüftchen, das dir den Namen verrät. Helorosofolnur. Oh Gott. Helorosofolnur. Und während du aufsteigst, wirst du noch sehen, dass er dir mit den beiden Ecken des Teppichs klappen einmal um und wie automatisch werden dir die Schuhe ausgezogen und jetzt siehst du auch, wie Tomek Aterion gerade weggebracht wird, dass er keine Schuhe anhatte.
Ja, dann ziehe ich mir die Schuhe mal aus und stecke sie in meinen Rucksack und nehme auf diesem Teppich Platz. Der Teppich erhebt sich in die Lüfte und fliegt mit einer GS von 20 in den Himmel. Was tun die anderen? Ich winke Abel mir nach. Ihr könnt um euch herum einmal blicken. Trümmer. Die Gebäude sind großteils eingestürzt. Ihr könnt einige Balken erkennen. Viele Menschen, die hier dann auch teilweise in den Trümmern noch begraben sind. Viele Milizen, die hier herumrennen. Gerade hier in Nadesheim könnt ihr sehen, wie ein paar Pikeniere herumlaufen und sie dann in die Luft heben. Ihr könnt hier sehen, wie an einem Netz ein Karakil eingeworben ist. 5 Meter daneben liegt auch noch ein Irrhalk, der ebenso eingewoben ist mit einem der Netze von vom Ingrim-Tempel, und die Pikeniere prügeln jetzt gerade das Leben aus diesen Dämonen heraus. Ja, ansonsten viele weitere Gebäude, die brennen. Gareth ist ja der Asche gleich. Die Moral ist noch nicht komplett gebrochen, aber ihr seht eben den riesigen Schatten, wie er sich jetzt langsam über das Schlossviertel senkt, das Arena-Viertel fast dann überdeckt. Und wie die weiteren roten Risse auf der Unterseite der Festung das Magnum Opus ankündigen. Wir müssen auf diese Festung. Jetzt! Das ist richtig. Nun, Abelmir scheint seinen Weg gefunden zu haben. Ich weiß, dass Jellyfee Miasafa noch eine weitere Person verzaubern kann. Karenor, hat ihr einen Plan? Nicht direkt. Ogerlöffel? Wollt ihr drauf ankommen lassen? Haben wir eine Wahl? Und während du Kiaras gerade nochmal ansiehst, sein herausragendes Grinsen, spürst du, wie wohl der Schmutz, der vom Drachen noch an ihm klebt, abrieselt, abbröckelt, die rote Aura, die ihn glühend einhüllt, und er dann zu einem roten Licht wird und Kiaras sich auflöst. Oh, was war das denn? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Karino? Karino, hört ihr mich? Sprecht! Ich fühle mal, ob der sich vielleicht nicht nur unsichtbar gemacht hat. An der Stelle, wo das rote Licht steht, also ein Ding, was da ist, es ist rot, glüht, warm. Aha, Raya ist mit mir. Er spricht. Karino, seid ihr da drin? Ja. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mich mal zu bewegen. Ja, du kannst dich bewegen, ja. Sollten wir ihn in eine Flasche packen oder so? Ich habe tatsächlich welche dabei. Kann ich mich hochbewegen? Du versuchst dich nach oben zu bewegen, aber das geht nicht. Es ist einfach nur gerade ein rot leuchtend glühender Ball. Rosa-rot. Und ihr könnt auch jetzt, auch wenn ihr widerlich nach Drache stinkt, nach Untot, nach organischer Verwesung, einfach nach Müll, trotzdem riecht es nach Rosen und Zitronen. Also. Versuch mal diesen Lichtball zu greifen. Kann man denn, ist der stofflich? Gleitet meine Hand dorthin durch. Gleitet hindurch. Zu warm, harmonisch. Könnt ihr euch bewegen, Kiaras? Ja, ich glaube schon. Ich fliege nach vorne zurück. Also in einer Dimension, beziehungsweise in zwei Dimensionen wird das gehen. Aber wie gesagt, nach oben kannst du dich nicht bewegen. Und wir könnten euch an einer Flasche packen, nehme ich an. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. In eine Flasche? Nein, besser nicht. Ich denke, das würde nicht funktionieren. Unsere Hände gleiten auch dadurch hindurch. Es erscheint mir sowieso wie ein kleinerer Frevel an Raya geworden, in eine Flasche zu sperren. Das Leuchten hört wieder auf und ja, Kiaras taucht wieder neben euch auf. Ah, oh, da seid ihr wieder. Passiert das öfter bei euch Raya geweihten? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Aber ich sehe das als gutes Zeichen. Ach, Raya ist mit uns. Los, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Auf geht's! Das ist sie offensichtlich. Gut, also auf zum Pentagon-Tempel und dann bewegt ihr euch weiter zur Arena. Und irgendjemand muss wohl mit dem Ogerlöffel fliegen.
Arenor. Ach, das wird ein Spaß. Ich sehe, wir haben unseren Freiwilligen. So? Hervorragend, keine Zeit zu verlieren. Im Laufschritt. Gut. Isarun kann dann Jennifer Miasafa erreichen und der wird seine Rituale abbrechen. Er hat sich selber noch nicht in die Lüfte erhoben, aber du kannst auch sehen, wie ebenso neben ihm jetzt ein magischer Teppich schwebt. Wurde wohl noch nicht benutzt. Jellef ist wohl ziemlich angestrengt, ebenso wie die ganzen anderen Magier, Jigaba Alkarechem, Orlando Geranor, der da wohl auch aus der Auge und auch aus der Nase blutet. Also die Magier haben so eben ihren Teil beigetragen. Der Pentagon-Tempel ist auf einer Seite eingestürzt. Ihr könnt auch sehen, wie wohl ein großes Trümmerteil auf der KGA liegt, auf der Zentralregistratur. Und diese unter sich begraben hat, auch nur noch rauchende Trümmer. Ebenso wie die Pentagon-Akademie, vor der sie ja standen. Auch hier wurden bereits zahlreiche Angriffe geflogen. Und ihr könnt sehen, wie wohl mehrere dämonoide Wesen, auch einige Kutten von Hashtag-Team, hier jetzt vor den Magiern liegen. Die kümmern sich immer noch nicht weiter, gucken immer noch weiter in den Himmel. Aber wenn dann Isarun hier eintrifft, dann wird Jellef, wie gesagt, seine Ritualprobe abbrechen. Und dann selber damit beginnen, dich mit dem Leib der Luft zu verzaubern. Verzeiht, Abelmir konnte nicht kommen. Er hatte einen alternativen Weg gefunden. Interessiert mich nicht. Wie auch immer er das macht, aber seid ihr jetzt bereit? Ich bin bereit. Dann, was ist mit euch? Wollt ihr mit dem Ogerlöffel fliegen oder hier mitfliegen? Ich werde wohl eher auf die Künste des Erzmagus Yasafa vertrauen, als auf irgendein schwarzmagisches Artefakt. Also gut, dann viel Erfolg. Lasst euch, gerade ihr als Bandstrahle, lasst euch nicht von den Askewarat-Team angreifen, denn die sind besonders wild auf euch. Viel Erfolg. Ich werde mir Mühe geben, euren Worten zu folgen. Euch auch viel Erfolg. Eine Frage noch, Erzmagus. Ich kann ganz normal zaubern, während ich unter der Einwirkung dieses Kantos stehe. Ihr seid mit den Eigenschaften der Element Luft, übernehmt die Eigenschaften der Element Luft. Dazu müsst ihr natürlich vollständig von der Luft umgeben sein. Springt also hoch, wenn ich euch das Zeichen gebe. Und nun, ihr solltet euch am besten auch nicht von so etwas wie Erzangriffen angreifen lassen, denn das tut besonders weh. Metall- oder Steinwaffen oder so etwas, die werden euch trotzdem, auch wenn ihr nur so etwas wie ein Luftdschinn seid, ihr könnt nochmal zaubern. Hervorragend. Habt vielen Dank. Ja, er legt dir beide seine Hände auf die Brüste und beginnt dann 20 Aktionen zu murmeln. Zu sprechen. Ulamidischer Singsang. Und drückt dich dann so ein bisschen nach oben. Ich springe. Und du verwandelst dich in Luft. Ja, damit dreht er sich zu Yalan. Sprach Okuri zu den Heiligen. Wer rechten Glaube es ist, der fliege. Und siehe da, den heiligen Sprossenflügel aus gleißendem Licht. Ja, nur einige Augenblicke später springst auch du in die Luft und wirst ebenso zu Wind. Versuche mal zu sprechen. Hallo? Magestra? Mhm. Ein seltsames Gefühl, aber... Wir sollten uns beisammenhalten und jetzt auf die Festung. Richtig. Einen Moment, ich werde uns gerade noch vor den Dämonen schützen. Keras läuft los. Zum Arena-Viertel. Er ist zugegebenermaßen ein wenig unwohl. Ja, ich mache mich auf zu Albrax. Ja, da kannst du ihn gerade erkennen. Du siehst wohl, wie der Ogerlöffel schon gerade wieder aufgezogen worden ist. Der zweite Schuss ist es tatsächlich, den sie jetzt hier gerade abfeuern wollen. Und du siehst auch, wie sie gerade einen riesigen Stein verladen haben. Möchtest du dich einfach dazusetzen auf den Stein? Albrax, schieß mich hoch! Ihr wollt auf die Festung, ja? Nicht da drunter. Auf die Festung, genau. Jawohl, dann werde ich das noch ein bisschen ausrichten bei Angrosch. Aha, wunderbar. Ja, er gibt so zwei, drei anderen Zwergen, die hier gerade rumstehen, Befehle auf Rokulan. Die drehen das Ganze noch ein bisschen und kippen dich an, muss dich noch mal ein bisschen festhalten. Und dann katapultiert dich Albrax in die Luft. Du fliegst mit einer unglaublichen Geschwindigkeit senkrecht in die Luft.